Leute, ich bin Frederik Hoffmann und wir befinden uns hier in einem Kapodrom in der Nähe von Metz. Wir werden heute spezifisch auf die Martin-Angelei eingehen, die im Sommer sehr effektiv sein kann. Ja, der Fischbestand hier in dem Kapodrom ist sehr gut, also gute, schöne und große Karpfen, aber auch viele Kleinfische. Aber da werden wir nachher noch genauer drauf eingehen und werde euch vielleicht ein oder andere Tipps mitgeben, die ihr dann selbst umsetzen könnt. Ich bereite jetzt zuallererst zwei Spots vor, und zwar werden wir da auf dem ersten Platz werde man nur mal Futter setzen, um direkt mal ein paar schöne Karpfen da anzulocken. Und hier links am Rand werden wir nur mal ein paar Mikros setzen, um vielleicht vereinzelt da noch ein oder andere Fisch anzulocken. Jetzt direkt mal auf dem Futterplatz an und versuchen da direkt mit Wurm. Wenn die Würmer zu aktiv sind, kann man sie mit zwei Hieben aus Wasser ein bisschen betäuben, dass sie auch wirklich an den Haken bleiben. Den Fisch konnten wir jetzt hinter unserem Futterplatz fangen. Einfach ein paar 4 mm Pellets hingesetzt und mit Mais drauf geangelt. Die Fische hier sind sehr kampfstark. Schöner Kamerad. Schöner Fisch. Das sind noch die Margin-Fische, die wir suchen. Erster Fisch. Es hat nicht lange gedauert. Platzwechsel hat gut funktioniert. An unserem Futterplatz waren viele kleine, aber an unserem Pelletplatz hat sich der hier verirrt. Unser Platz mit den Mikros gut funktioniert. Jetzt setzen wir wieder ein paar 4 mm Pellets hinter unsere gesetzten Mikros und angeln dort mit einem 4x14. Diamantschwimmer ein Stückchen hinten dran, bündig gelotet, Bleie relativ weit unten, ziemlich zentral. Dass der wirklich schön sauber, Maiskorn schön sauber am Grund liegt. Die Probleme mit den kleinen Fischen können wir umgehen, indem wir versuchen mit hartem Pellet auf die Karpfen zu angeln, weil natürlich Köder wie Mais oder Wurm sind für die Kleinen sehr interessant. Wir versuchen jetzt rechts auf unserem Futterplatz noch was zu setzen, um noch ein paar Karpfen dorthin zu locken, und angeln ein kurzes Stück vorne dran für mit hartem Pellet. Für da versuchen sauber die Fische wegzufangen, ohne diese lästigen Bisse von den Kleinfischen zu bekommen. Ich bin jetzt einen Meter vor unseren Futterplatz gegangen, habe da mit einem 6 mm Hartpellet bündig gelotet und ein paar so 15 bis 20 6 mm hingesetzt. Und
habe da jetzt keine Probleme mehr mit den Kleinfischen. Und jetzt auch einen Karpfen dran. War ein schön sauberer Biss. Und ja. Fisch ist schon wieder im Wasser, wollte ihn jetzt nicht großartig hochhalten. Ich erkläre mal kurz die Pelletmontage. Und zwar ist das 019er Reflow Power Hauptschnur. Pleie ziemlich weit unten, damit wirklich auch der Pellet schön sauber und stabil am Grund steht. Pose ist 4x14 Grad Pellet. Zwei Backshots oben drüber, damit die Schnur auch schön sauber stabil hängt. Und als Haken verwende ich einen KKMB mit einem Baitband in 14, 15 cm Vorfachlänge in 0,17er Reflow Power. Und ja, dann als Hakenköder in 6 mm Pellet und fütter nochmal so 10 bis 15 Pellets. Und dann schauen wir mal, ob da noch ein Karpfen rumschwimmt. Pellets kann man ruhig ein bisschen anfeuchten, damit sie auch direkt sauber untergehen. Ab 400 ist jetzt die neue günstige Variante für solche Margin-Angelei, sag ich mal. Das ist sehr robuste Routen, druckfeste Teile, dann hat man mit denen keine Probleme, die teure Routen dann da verkürzt am Rand zu angeln, auf Großfische und macht eine super Arbeit. Ich bin sehr zufrieden mit der Route. Das war ein sehr schöner Biss auf Wurm. Pleie hatte ich jetzt etwas höher zum Bulk und so 25 über dem Haken. Montage 5 cm aufgelegt. Ein Cetrum CD02 in Größe 12 und zwei schöne Würmer, schöne dicke Würmer dran. Zur Montage mit dem Wurm kann ich sagen, dass ich eine Schnur in 021 Reflow Power angle. Vorfach 019 mit einem Cetrum CD02 in Größe 12, super Haken auch für Wurm. Also wenn der hängt, dann hängt er. Also hab vollstes Vertrauen in den Haken, super robust und gute Form. Bepleiung habe ich so 25 cm über dem Haken als Bulk. Hab den Schwimmer in Diamond in 4x14. Die Bepleiung habe ich 25 cm höher wie Haken. Hab den Haken so 5 cm auf Grund aufgelegt und die Blei halt ein bisschen höher, damit das nicht zu dicht am Grund ist, dass es nicht zu fester liegt, dass wenn die Karpfen da unten rumschwimmen, dass sie die Blei nicht direkt wahrnehmen. Jetzt gerade, wenn wir den Fisch gefangen haben, werde ich direkt wieder einen halben Pulkap Futter setzen, ein bisschen Mais, damit die Fische auch weiterhin am Platz bleiben und nicht wegschwimmen, da zu wenig Futter da liegt. Wieder ein schöner Biss. Hat selbst reingezogen. Das sind meistens die besten Bisse.
konnte dem Wurm nicht widerstehen. Geil, gell? Was ist das, was ich da sah? Guck mal, was für ein Kanon das ist. Uns hat jetzt so ein kleiner Schauer hier überrascht und haben das jetzt mal kurz untergestellt. Und derzeit möchte ich euch mal kurz mein Martin-Futter zeigen. Ich angel dort am liebsten das Match Method Mix. Ist schön fischig. Auch wenn man es anrührt, kann man es schön übernass anrühren, dass es wirklich schwer genug ist, für dass man doch als Martin-Futter angeln kann. Ich zeige euch mal kurz. Schöner Method-Korb mit dabei. Wir können dann wirklich anfangs übernass anrühren, dass es wirklich so gut wie es geht durchziehen kann. Also so schwer wie möglich dann auch wirklich in der Margin liegen bleibt und nicht anfängt zu brodeln oder wolken, dass die Kleinfische da angelockt werden. Futter lassen wir jetzt so nochmal noch 20 Minuten ziehen. Und dann werden wir durchsieben und dann hat er die perfekte Konsistenz für unseren Margin-Bereich zu füttern. Durch den Regen konnten wir den Drill leider nicht festhalten. Aber den Fisch wollten wir euch nicht vorenthalten. Der konnte dem Pellet nicht widerstehen. Hard Pellet läuft momentan unserer Margin sehr gut. Hoffen wir, dass wir noch ein paar fangen können. Wir haben jetzt unser Futterplatz mit dem Method Mix 2 Cups abgesetzt, einen Meter kürzer mit harten Pellet geangelt, für dort sauber die Fische wegzufangen. Weil die Fische sind so massiv am Fressen. Da fällt nur ein bisschen Futter an den Rand und da sind dann direkt ein paar Karpfen und da kann man nicht mehr sauber angeln. Deswegen gehen wir lieber ein bisschen vom Futterplatz weg, füttern da wirklich ganz wenig Pellets und fangen so sauber die Fische weg. Nachfüttern auf unserem Futterplatz. Ein paar Maiskörner, Kohlkopffutter. Die Fische stehen gut auf dem Platz. Füttern jetzt nach, damit sie nicht verschwinden. Die sind richtig am Fressen. Mit unserem Wurm, das funktioniert sehr gut. Aber das Problem ist wirklich mit diesen kleinen Fischen. Machen einem da echt Leben schwer. Also ich lasse auch einfach die Montage drin liegen und warte, bis der Fisch selbst reinzieht. Weil durch Schnurschwimmer und Kleinfische ist es wirklich schwierig zu erkennen, ob es ein sauberer Biss ist oder nicht. Das hat man gut gesehen. Schön selber reingezogen, sich selber gehakt und das sind die besten Bisse. Karpfen holen das Futter echt sehr gut an. Stehen richtig massiv am Rand jetzt und sind am Fressen. Also es macht heute echt richtig Spaß hier. Montage habe ich jetzt auch umgestellt. Mit 2,6 mm Hohlgummi. Aus der Dura-Serie. Weil die Fische wirklich kammstark sind. Schöner Fisch.
dass man da sauber gegenhalten kann. Wird schön sauber gehangen, einwandfrei. Guckt euch die schönen Fische an. Unser Hardpelletplatz lief jetzt am besten. Wir konnten schön sauber unsere Fische dort fangen. Immer wieder mal 10, 15 Pellets gesetzt. Und ja, das hat dann super funktioniert jetzt am Schluss. War noch keine Probleme mehr mit den kleinen Fischen gehabt. Und wie ihr seht, sind richtig schöne Fische, die wir hier fangen. Wenn wir den jetzt raus haben, wird dann unser schöner Abschlussfisch. Aber man soll ja aufhören, wenn der am schönsten ist. Oh, schönes Ding. Schöner Abschlussfisch, hat Spaß gemacht. Hardpellet lief jetzt am besten. So kann der Tag aufhören. So, wir hatten heute einen super erfolgreichen Angeltag. Ich habe gleich noch einmal meine zwei besten Montagen. Hier einmal die Wurmmontage. Elastik war ein 2,6 mm Dura-Hohlgummi. Die sind echt super für Marche, wenn wirklich Fische da sind und schnell gehen muss, ist das wirklich ein Gummi, der hat richtig Power. Schnur ist bei der Wurmmontage ein 21er Reflow Power. Wirklich schön dick, stabil. Ein 19er Vorfach Reflow Power und ein 12er CD02. Bleie als Bulk 25 cm höher. Und Montage war 5 cm aufliegend, dass der Wurm schön ruhig liegt und die Fische schön den Wurm schnappen konnten und selbst reinziehen konnten. Dann die andere Montage war die Hardpellet-Montage. Die lief jetzt am Schluss am besten, weil wirklich richtig viel Fisch da waren. Und bin 2 Meter kürzer gegangen, wie es Futter lag, und hat da immer mit 10 Pellets dann gefüttert und 6 mm Pellet auch am Haken. Geangelt, hat super funktioniert, Fische haben super gefressen und Montage besteht aus einem 2-2er Dura Hybrid Elastik. Angel ich sehr gerne, wirklich ein super Allround Gummi. Schnur war eine 19er Reflow Hauptschnur, Vorfach 17er Reflow Power mit einem 14er KKM mit einem Baitband dran. Bebleiung war als Kette, ziemlich dicht unten auch. Da wirklich die Montage, also der Pellet wirklich sauber stehen muss, dass die Fische nicht sich selber haken oder. Ne? Montage war bündig ausgelotet. Pose war die Carb-Pellet 4x14. Für Hard-Pellet-Angeleihe nutze ich die fast nur 4x14, 4x16. Super Posen, schaut es euch an. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben oder schreibt direkt unsere Teamangler an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hatte, wie gesagt, einen super Tag und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann am Wasser. Abonniert den Kanal und wir sehen uns.